Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen zu einer neuen Vlog-Reihe von der Anthem of the Seas hier im Hafen von New York. Und ich freue mich jetzt, euch ganz besonders auf eine 10-tägige Kreuzfahrt mitzunehmen. Und zwar von hier aus, von New York über Bermudas, dann weiter nach St. Martin. Dann kommt Puerto Rico und Labadie als letzter Hafen der Karibik. Das ist ja so das Privatresort von Royal Caribbean in Haiti. Und dann geht es mit 2 Seetagen wieder zurück hier nach New York. Ich freue mich wirklich sehr, weil Royal Caribbean ist ja so mit meiner Lieblingsreederei auch. Und das Schiff ist natürlich auch sehr schön. Habe ich das letzte Mal vor 3-4 Jahren bereist und freue mich jetzt wieder hier zu sein. Check-in hat übrigens schon wunderbar funktioniert. Hat maximal 10 Minuten gedauert. War wirklich ganz toll, top organisiert. Es ist jetzt auch übrigens 11 Uhr am Vormittag und man kann schon an Bord sein. Also top Organisation da unten. Um euch vorher schon mal so einen kleinen Einblick zu geben, weshalb mir Royal Caribbean so gut gefällt. Es sind unter anderem die vielen Highlights an Bord, die das Ganze ausmacht. Und zwar haben wir hier zum Beispiel den Flowrider, den Surf-Simulator, wo man auf der künstlichen Welle surfen kann. Wir haben hier den Windkanal, wo man fliegen kann in diesem Kanal. Also wirklich viele, viele Highlights, aber dazu mehr im Verlauf der Vlogs. Ein weiteres Highlight hier an Bord ist dann das 270 hier ganz hinten am Heck des Schiffes, denn das ist tagsüber ein Café, eine Bar. Und abends dann ein zusätzliches Theater hier hinten am Heck des Schiffes. Also wirklich ganz besonders. Hier gibt es dann tanzende Bildschirme. Diese große Glasfläche wird dann abgedunkelt und dient dann noch als Projektionsfläche. Das schauen wir uns natürlich auch im Reiseverlauf an und ich freue mich ganz besonders drauf. Und angekommen in der Kabine 7110, eine Balkonkabine ganz vorne auf dem Schiff, beginnen wir einmal gerade mit dem Bad. Das ist sehr modern und großzügig gestaltet mit einer großen Glasdusche und dann hier alles sehr großzügig und modern gestaltet. Dann haben wir hier das Sofa. Links und rechts jeweils 2 große Schränke. Wenn wir da mal reinschauen, also hier ist wirklich Platz ohne Ende. Hier alles zum Hängen. Auf der anderen Seite dann sicherlich Ablagefächer. Genau, Tresor und unten auch nochmal 2 Schubladen jeweils. Und hier haben wir dann den Schreibtisch mit Spiegel. Daneben auch nochmal ein Schrank mit Ablageflächen und Minibar. Hier sind dann übrigens auch Steckdosen, in diesem Fall jetzt hier 2 amerikanische, 2 USB-Lader und ein europäischer Stecker. Ja, und hier haben wir dann die Betten, hier in diesem Fall mit 2 getrennten Betten, gegenüber dann der Fernseher. Und dann schauen wir noch einmal auf den Balkon, denn dieser ist auch ziemlich groß. Wir haben hier 2 Stühle mit nochmal einem Fußhocker davor, ein Beistelltisch und dann eben der Blick jetzt hier auf die Skyline von New York in dem Fall auch, also wirklich sehr schön und dann ganz vorne hier ein Blick entlang des Schiffes. Es ist jetzt 16 Uhr und das heißt jetzt Sail Away New York. Nachdem es am Nachmittag relativ warm und schwül war, ist es jetzt gerade leider am Gewittern. Aber gut, morgen am Seetag soll es wieder etwas besser werden. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Bermudas. Direkt nach dem Ablegen habe ich dann noch die Autoscooter im Seaplex ausprobiert. Der Seaplex ist ja so eine Multifunktionshalle, wo dann unter anderem Autoscooter gefahren wird. Inlineskater kann man fahren, man kann so eine Zirkusschule besuchen, also wirklich viele verschiedene Dinge. Und ja, kostenlos, also im Reisepreis enthalten, tolles Erlebnis. Und jetzt geht es dann gleich zum Abendessen. Beim Abendessen gab es heute eine große Auswahl. Es gibt immer 3 Gänge, Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Ich hatte zur Vorspeise ein Caesar Salad, als Hauptspeise Lachsfilet und als Nachspeise American Cheesecake. Das Ganze war heute ehrlich gesagt nicht so auf dem Niveau, wie ich es sonst von Royal Caribbean kenne. Also es war eher etwas schlechter. Ich bin gespannt, was es so die nächsten Tage noch bringt, ob es besser wird oder ob es jetzt auf dem Niveau bleibt. Ich hoffe natürlich, dass es besser wird. Anschließend kam ich auf die Kabine und habe dann erschreckenderweise festgestellt, dass es extrem laut war, denn die Kabine war ganz vorne
und es haben Luftverwirbelungen in diesem Balkon stattgefunden, sodass es wirklich richtig laut geklappert hat und ja, also das hatte ich tatsächlich noch nie und habe mich dann beschwert und auch eine neue Kabine bekommen und ja, dementsprechend noch ein Umzugsmanöver heute Abend hier. Und jetzt war ich gerade noch im 270 in der Vorstellung der technischen Möglichkeiten. Das ist immer wieder ein Highlight. Ist ja so mit meinem Lieblingsbereich, also ganz toll gewesen. Naja, jetzt auch kaputt ins Bett und dann bis morgen. Morgen an Tag 2 hier auf der Anthem of the Seas in Richtung Bermudas und ich war jetzt gerade im Frühstück im American Icon Restaurant. Da ist es eine Kombination aus Buffet-Restaurant und Petit à la carte Restaurant, also man wird auch bedient. Und ja, das war grundsätzlich auch ganz in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht wirklich richtig begeistert. Das Wetter ist heute sehr durchwachsen, relativ grau, sind Ausläufer von einem Zyklon hier, der gerade auf dem Nordatlantik peitscht und deshalb ist das Schiff auch ein bisschen in Bewegung. Aber es soll angeblich noch etwas besser werden im Laufe des Tages. Das war auch schon der überwiegend bedeckte Seetag hier in Richtung Bermudas. Heute tagsüber gar nicht so schrecklich viel passiert. Ich war mit dem North Star gefahren, das war eigentlich so das Highlight. Denn da geht man ja wirklich 90 Meter übers Meer hinaus und fährt dann oben einmal übers Pooldeck. Leider, so stand heute, keine Fahrten über das Schiff hinaus auf dieser Reise, weil es wohl zu lange dauern würde und man auf die Balkone gucken kann aus der Gondel. Bin mal gespannt, ob das so bleibt, weil das fände ich echt schade, das ist immer ein Highlight. Naja, ja, jetzt geht's zum Abendessen, Gala-Dinner heute Abend und ich bin mal gespannt, die letzten Male wurde es mal nicht ganz so gehandhabt, dass es so streng war, weshalb ich heute auch mal ein bisschen lockerer, ohne Anzug richtig, sondern mit Sakko. Ja, bin mal gespannt, was das Essen heute Abend so bringt. Nach dem Abendessen ging es dann heute noch ins 270 zu einer besonderen Show, denn es ist ja hinten die Location am Heck und es hat wirklich viel Spaß gemacht mit ganz tollen Effekten und jetzt geht's ins Bett und morgen sehen wir uns dann wieder auf den Bermudas. Morgen an Tag 3 hier vor der Küste von den Bermuda-Inseln. Wir sind jetzt gleich angekommen, legen im Hafen an und werden dann nach dem Frühstück mit der Buslinie 7 zum Horseshoe Bay fahren. Das ist ja hier so der schönste Strand auf der Insel. Und da war ich vor 2-3 Jahren schon mal und freue mich jetzt besonders darauf wieder zu sein. Ist relativ kostengünstig. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber wir werden gleich mal schauen, was es kostet. Und unkompliziert, weil man muss einfach nur in den Bus einsteigen, bis zu dieser Ausstiegsstation fahren. Und dann ist man schon am wunderschönen Strand.
Wie angekündigt bin ich jetzt hier am Strand unterwegs. Und zwar bin ich da mit der Linie 7 hier Richtung Hamilton gefahren. Das Ganze ist dann doch nicht mehr so direkt am Schiff wie vor 2 Jahren noch. Man muss jetzt ein bisschen weiterlaufen, aber trotzdem relativ unproblematisch. Und dann ist meine Empfehlung, wenn ihr zum Horseshoe Bay wollt, wo wir jetzt gleich hingehen, fahrt bitte 2 Stationen weiter mit dem Bus zur Warwick Long Bay und lauft dann ungefähr so 1 Kilometer wieder zurück. Hier am Strand ist es nämlich wunderschön. Das habe ich letztes Mal auch schon gemacht. Hier ist türkisblaues Wasser. Es ist so total idyllisch. Die Massen, also Massen in Anführungsstrichen, steigen nämlich alle am Horseshoe Bay direkt aus. Und hier habt ihr nochmal so ein Idyll. Und was man jetzt für tolle Kulissen erlebt auf dem Weg dahin, das zeige ich euch jetzt. Nach etwa 30 Minuten Fußweg durch die schönen Sanddünen mit verschiedenen Fotostops an den kleinen Stränden sind wir jetzt angekommen hier am Horseshoe Bay. Und wie man sieht, natürlich deutlich mehr los, weil das ist hier so die Hauptattraktion oder der Hauptstrand auf dieser Insel. Und ist aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Bucht. Wenn ihr lieber so ein bisschen Ruhe möchtet, könnt ihr natürlich auch da hinten überall baden gehen. Aber ich werde jetzt mal hier diese große Bucht ausprobieren und wir sehen uns später wieder. Nach dem schönen Baden am Strand und einer etwa 30-minütigen Rückfahrt mit dem öffentlichen Bus bin ich jetzt wieder hier oben in Kingswharf Dockyard auf den Bermuda-Inseln. Da hinten ist sie schon zu sehen, die Anthem of the Seas. Und ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle. Also das ist ungefähr die Entfernung, die ihr dann laufen müsst, wenn ihr zum Bus möchtet. Aber das ist wirklich nicht weit. Das sind vielleicht 10 Minuten vielleicht. Also wirklich die Empfehlung. Fahrt dahin, kostet übrigens hin und zurück $9 pro Person. Nach einem kleinen Mittagssnack im 270 Café hinten am Heck des Schiffes geht es jetzt gleich weiter Richtung St. Martin. Ich hatte da heute Mittag dann noch einen Chicken Caesar Salad, der war sehr lecker soweit. Und man hat da hinten eben eine schöne Aussicht, das heißt, dieser Raum ist da nicht verschenkt, wo er dann abends für Theateraufführungen genutzt wird, kann man tagsüber da halt eben schön essen und sitzen. Inzwischen leider bewölkt, es ist relativ windig, sodass wir uns jetzt hier auf den Weg machen. Aber morgen soll dann wieder ein schöner Seetag anstehen. Und angekommen beim Abendessen mal einen Blick in die Speisekarte. Heute übrigens eine deutsche Karte, die kann man eben bestellen, dann bekommt man die auch. Vorspeisen, eine große Auswahl. Es gibt halt die Klassiker, die es jeden Tag gibt, die sind relativ versteckt. Zum Beispiel Caesar Salad gibt es halt jeden Tag.
Dann hier die Hauptgerichte, sehr große Auswahl, Lasagne, Hühnerbrust und so weiter. Und auch eine große Auswahl an Desserts. Auch hier gibt es einige jeden Tag und manche wechseln dann täglich. Das war heute Abend noch ein sehr leckeres Abendessen. Ich hatte zur Vorspeise einen Salat, zur Hauptspeise eine gegrillte Hähnchenbrust und zur Nachspeise einen frisch gebackenen Schokoladencookie mit Vanilleeis, also sehr lecker gewesen. Dann gab es heute Abend noch ein Theater, eine Musical-Aufführung. Das war auch sehr interessant und hat Spaß gemacht. Das Ganze natürlich auf Englisch. Also wenn ihr gar kein Englisch könnt, ist es natürlich eher schlecht zu verstehen. Ansonsten kann man so ein paar Handlungen verstehen. Und ja, das waren im Grunde die ersten drei Tage hier. Aufstieg in New York, gestern Seetag und heute Bermudas. Ich denke mal, wir haben viel erlebt zusammen. Und in den nächsten Folgen geht es dann weiter mit einem Seetag nach St. Martin. Morgen steht dann Bodyflying zum Beispiel an. Und dann kommen St. Martin und Puerto Rico, Regenwaldwanderungen und so weiter. Also viele weitere Highlights. Schaltet beim nächsten Mal gern wieder ein. Und unter dem Video findet ihr einen Buchungslink. Damit könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr darüber bucht. Vielen Dank. Abonniert gerne den Kanal. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.